Hey Leute, ich bin's wieder Vollbosch, der bei Tiltay und willkommen zu einem speziellen Video. Und zwar Let's Player Tag. Ja, ich wurde gedeckt von dem lieben Rim von Genossen Produktions, also Genossen Productions. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Wenn nicht, dann schämt euch. Denn wer nicht die Geilheit in Person kennt, ist das Leben nicht wert. So. Und dann möchte ich jetzt auch schon eigentlich gleich anfangen mit der ersten Frage. Wie bist du zum Let's Play gekommen? Eigentlich ganz einfach. Es ist schon ein Jahr her, das war letztes Jahr, das war 2013 im Mai? Juni? Mai oder Juni war das Ganze, genau. Konnte ich da noch? Egal. Und zwar habe ich mir einfach gedacht, jo, die ganzen hobbylosen Vollidioten hocken die ganze Zeit vor ihrem Computer, machen irgendwelche Videos und laden die hoch. Und dachte ich mir, was die können, kann ich auch. Habe mich nach dem Programm umgeschaut und habe angefangen. Ja. Und habe jetzt halt nach und nach mich langsam aufgerüstet und so. Jo. Frage 2. Wie bist du auf den Namen gekommen? Also, das ist eine Frage, die mir viele stellen. Ich fange mal an mit diesem THD. Das T steht für Tobi und das D steht für meinen Bruder Domi. Und das TH steht für Thiele. So, weil wir beide wollten zusammen einen Kanal aufmachen. Wir haben auch den Kanal, wir haben nur noch nicht geschafft, Miete darauf hochzuladen. Der heißt THD Bros Company und so kommt eben das THD von meinem Namen, THD Thiele T, und er heißt THD Dodi. Da müsst ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Und auf THD Gaming TV. So. Dann, und das Thiele T kommt das Ende, das letzte T ist das Tobias, also mein Vorname. Und das Thiele ist mein Nachname und ich habe noch hier und da so ein paar Buchstaben eingefügt. Damit das Ganze noch ein bisschen besser klingt. Ja. Frage 3. Würdest du deinen Namen heute ändern wollen? Nee. Also, nicht wirklich. Ich bin damit eigentlich sehr zufrieden. Das Einzige, was da manchmal ist, dass die Leute es falsch aussprechen, die sagen dann THD Thielet. Statt dieses Thiele T. Dafür ist eigentlich das H, nämlich dieses T. Dieses lange T statt Thiele T. Thielet oder so. Naja, egal. Frage 4. Welches System hat dein Rechner/Konsole? Ich habe auf meinem Computer hier Windows 8 Bild 9200. Steht zumindest unten rechts immer. So. Frage 5. Welche Programme verwendest du zum Aufnehmen? Ja, also hauptsächlich für die Ingame-Aufnahme Fraps. Und Fraps nimmt dann gleichzeitig auch den Teamspeak oder Skype-Sound auf von meinen Mitspielern. Und die Stimme nehme ich extern auf mit Audacity. Aus dem Grund einfach, weil meine Stimme meistens leiser ist übers Mikrofon und darum muss ich halt dann. Ne, muss ich nicht, aber ich mache es halt über Audacity, weil dann kann ich meine Stimme extern lauter machen, ohne dass dabei der Spielsound und die Mitspieler alle dann voll übersteuern. Frage 6. Welche Genre spielst du am liebsten? Ganz ehrlich, da habe ich keine Festlegung. Ich spiele das, was ich Bock habe. Es kommt aufs Spiel an, wenn mir das Spiel gefällt, spiele ich es gerne. Und wenn es mir nicht gefällt, dann spiele ich es nicht. So, ist mir echt voll egal, was das für ein Genre ist. Es gibt schon so ein paar Genres, so ein bisschen Action und so. Ist schon so ein bisschen was ich bevorzuge. Dann, welche Genre magst du gar nicht? Frage 7. Auf jeden Fall Horror. Mit Horror komme ich gar nicht klar. Ich hasse Horrorspiele. Ich hasse sie wie Pest. Ich hasse es. Ich bin kein Entschuldigung, ich bin immer noch leicht erkältet. Horrorspiele kann ich einfach gar nicht ab. Das ist einfach wahr. Okay, Frage 8. Welche Projekte sind bei dir geplant? Keins. So wirklich. Ich fange jetzt dann vielleicht mal demnächst an, mit ein paar Kumpels oder ein paar Freunden von mir so ein kleines Minecraft-Projekt zu machen. Ein kleines Minecraft-Projekt zu machen. Vielleicht wird es noch hochgeladen, aber da steht noch gar nichts fest. Also, projektemäßig habe ich gar nichts, was ich momentan geplant habe. Frage 9. Hast du ein Ritual, bevor du deine Aufnahme beginnst? Ja, so indirekt. Ich sitze immer so davor so und denke mir so, gerade eben jetzt auch, als ich angefangen habe, so, okay,
Immer noch so. Okay, 3, 2, 1. Und dann geht's halt schon los. So. Frage 10. Nimmst du einzelne Episoden auf oder am Stück? Ich nehme immer nur einzelne Episoden auf, weil viele, wie ihr eigentlich alle wissen solltet, bin ich wegen meiner scheiß Bambusleitung dazu verpflichtet, immer am Wochenende hochzuladen. Das heißt meistens von Samstag auf Sonntag, weil ich Freitag noch im Training bin und da keinen Bock habe, PC laufen zu lassen. Und ich versuche wöchentlich was hochzuladen, darum bringt es mir nichts, wenn ich 5 Folgen habe und die dann irgendwie einen Monat zurückliegen. Und manchmal kommt einfach auch gar nichts, mehrere Wochen lang, weil ich keine Zeit hatte. Oder einfach, weil mein Internet wieder rumspackt und ich irgendwie nach 15 Stunden immer noch 1 Minute angezeigt bekomme. So, Frage 11. Wie oft nimmst du die Woche auf? Ja, eigentlich einmal. Es sei denn, was sich jetzt auch auf Frage 10 zurückschließt, wenn ich in Urlaub fahren soll zu meinem Opa, dann nehme ich wahrscheinlich dann in Episoden mehr auf, weil er hat eine saugute Leitung, dann kann ich viel mehr hochladen. Also da könnte es sein, dass ich dann eventuell mal öfter aufnehme. Aber normalerweise einmal die Woche. 12. Mit wem würdest du gerne mal einen LPT machen? Auf jeden Fall. Mal wieder gerne mit dem lieben Rim, weil ich weiß, dass er sieht, Rim. Wir wollten es eh schon wieder mal probieren, aber wir müssten es echt mal wieder probieren. Vielleicht schaffen wir es diesmal, ohne dass unsere Geilheit irgendwelche Server zersprengt. Wäre auf jeden Fall cool. Und sonst bin ich für LPTs eigentlich offen. Mir ist es scheißegal, wenn jemand ein LPT machen will, soll er mich einfach nur fragen. Das lässt sich dann irgendwie arrangieren und dann kriegt man es schon irgendwie. 13. Wie gehst du mit Hatern um? Ja. Auch, sage ich einfach nur, gemeinsam mit Hater, könnt ihr euch anschauen. Wie gehe ich damit um? Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehe. Ich sitze einfach dann nur komisch vor meinem Computer, schaue auf den Bildschirm und denke mir nur so, warum? Warum schaust du es an, wenn es dir nicht gefällt? Dann lass es doch einfach. Ich kann es dir nicht immer recht machen. Es ist einfach sowas, ja, ich ärgere mich einfach drüber. Dass man einfach so, was heißt ärgern drüber? Ich kann es einfach nicht verstehen. Das ist einfach das, was ich mit Hatern so irgendwie. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist einfach so. Ich bin kein Hater. Ich hate niemanden. Wenn mir was nicht gefällt, dann gefällt es mir nicht und Ende. So, wie wichtig sind die Abonnenten? Ganz ehrlich, Abonnenten sind mir eigentlich, sage ich jetzt mal, sehr egal. Natürlich, jeder, niemand. Jeder, der sagt, Abonnenten wären ihm egal, stimmt ihm auch nicht zu 100%. Jeder hat gern Abonnenten und viele, dass man einfach groß ist. Aber mir persönlich ist es eigentlich gar nicht so wichtig. Lieber habe ich 50 Abonnenten und die 50 schauen regelmäßig meine Videos, anstatt dass ich 100.000 habe und davon schauen nur 10 meine Videos. Oder 30. So. Mir ist eigentlich einfach wichtig, dass ich einfach eine Community habe, die dieses Zeug schaut und bewertet und so. Wie groß willst du mal, also Frage 15, wie groß willst du mal werden? Abozahl. Ganz ehrlich, ich habe keine Festlegung. Es wäre schön, wenn wir jetzt dann die 50 knacken, was ich jetzt dann bald haben werde. Da wird es auch ein Special geben, vermutlich sogar 2 Specials. Da könnt ihr drauf gespannt sein, was es da so gibt. Und sonst, die 100 hätte ich eventuell gern. Einfach so, dass ich so ein bisschen was für mich geschafft habe. Und dann kann man mal weiter schauen, wie sich's entwickelt. Vielleicht wird irgendwann auch mal meine Leitung besser. Das wird sich alles im Laufe der Zeit mal ergeben. Frage 16. Was ist das Spiel, das du am meisten Let's Plays? Und wie kamst du zu diesem Spiel? Also wie die meisten ja wissen, mache ich am meisten Minecraft. Auch wenn ich weiß, es machen schon viele Minecraft. Und da gibt es ja zur Zeit dauernd irgendwelche Diskussionen, weil alle Minecraft irgendwie machen. Aber ich Entschuldigung, aber ich mag das Spiel einfach. Es macht mir einfach sau viel Spaß. Und dazu kam ich, weil damals, glaube in der 5. Klasse, als ich in der 5. oder 6. war, haben das meine ganzen Freunde gespielt und bei mir ist es auf dem Computer nicht gegangen und nicht gegangen und nicht gegangen und nicht gegangen. Und dann irgendwann habe ich es endlich mal geschafft, Minecraft zu spielen, und seitdem liebe ich dieses Spiel einfach. Ich hatte dann so einen richtig coolen Server. Leider haben sie sich zerstritten. Also wenn einer von von Varoxcraft dieses Video hier sieht, ich war Stilete Supporter, blablabla, wer mich, eigentlich müsst ihr mich so kennen, wenn ihr mich auf Varoxcraft gekannt habt, dann schreibt mir doch bitte. Ich wüsste gerne mal wieder, wo ich euch einmal wieder sehen kann
oder hören kann. So, Frage 17. Wer ist dein Lieblings-Let's Player? Mein Lieblings-Let's Player ist auf jeden Fall ungespielt, aka ungefilmt. Ich finde den Typen einfach richtig geil. Dann habe ich so ein paar Nebenleute, so Dena und so, mag ich auch, aber ich schaue es nicht so oft. Also wirklich, wenn ich sagen müsste, wer meine Lieblings-Player sind, auf jeden Fall ungespielt und Genossen Productions. Die beiden finde ich echt beste. Rim, ich weiß, wir halten zusammen. Rim, du bist einfach der Geiste. Du bist einfach richtig fett geil. So, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Frage 18. Wie gefallen dir deine eigenen Videos von 1 bis 10? Unterschiedlich. Ich will jetzt echt nicht sagen so, ja, Alter, meine Videos sind alle 10, die sind Bombe. Ich habe Videos, die mir richtig gut gefallen teilweise, die ich richtig cool finde. Dann gibt es Videos, die ich wieder nicht so gut finde und so. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie sie zusammengeschnitten sind und so. Aber ich würde sagen so, zwischen, ja, 4 und 7 ist alles immer wieder mehr oder weniger dabei. Ja, und das waren jetzt die 18 Fragen und jetzt bleibt noch kurz dran, weil jetzt überlege ich mir noch kurz, wer meine Tag-Opfer werden. Also, jetzt seht ihr die Tag-Opfer. Viel Spaß mit euren Tag-Opfern. Ich glaube nur Scheiße, ich höre jetzt einfach auf. Okay, jetzt kommen die Tag-Opfer. So Leute, jetzt haben wir ja unsere Tag-Opfer. Opfer, 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 Opfer. So. Ich tagge zum einen, sagen wir mal, ich tagge halb zurück, da Rim schon sein LPR-Tag gemacht hat, würde mich auch mal interessieren, wie Ike dazu gekommen ist. Darum tagge ich den lieben Ike Multi oder Ike Multi, wie auch immer man es aussprechen mag. Und ich nicht, da ich nicht weiß, inwiefern Ike das mitbekommt, und ich weiß Rim. Wenn ich dir sage, ich hab's gemacht, wirst du es wahrscheinlich eh anschauen. Darum, sag's doch bitte, Ike. Und wenn er es nicht machen kann, okay, auch okay. Und, wie könnte das anders sein? An zweiter Stelle tagge ich, weil ich sonst niemanden mehr weiß. Und, weil es einfach gang und gäbe mittlerweile ist, tagge ich meinen Bruder THD Dodi. Ja, der kommt später vorbei. Also, jetzt Freitag, der 3.10. Der kommt halt zu uns. Besucht uns übers Wochenende. Ist geil. Also, viel Spaß. Ike Multi und Teridodi, wenn ihr auch diesen geilen Let's Play Tag machen müsst. Also dann Leute, bis bald. Euer Vollpfosten Teridodi. Ciao.